Hallo, herzlich willkommen zu meinem Video zu Relative Gain Array. Was ist Relative Gain Array oder was ist, warum benutzt man das in der Mehrgriffregelung? Bei Mehrgrößensystemen ist es ja so, dass man mehrere Eingänge und mehrere Ausgänge hat. Und das zu regeln, versucht man auf Eingrößensysteme runterzubrechen. Und dafür kann man zum Beispiel das RGA-Verfahren benutzen, da man untersuchen will, welcher Eingang aus welchem Ausgang den größten Einfluss hat. Und das macht man mit dem RGA-Verfahren. Hierzu schauen wir uns ein quadratisches System an. Und wenn das nicht so ist, dann lassen wir einfach ein paar Eingänge oder ein paar Ausgänge weg, sodass wir ein, also wir können Eingänge weglassen, sodass wir ein quadratisches System haben. Und dann können wir das mit allen Kombinationen machen und sehen dann halt, welche Kopplung es da gibt. Und wie berechnet man das? Dazu berechnet man erstmal hier die Ableitung von yi nach ui. Das ist dann lu. Und die Ableitung, also das ist im offenen Kreis, und dann berechnet man die Ableitung im geschlossenen Kreis von yi nach ui. Das LU jeweils mit UK konstant und U und YK konstant. Und wenn man dann LU durch LY teilt, bekommt man das Relative Gain. Das ist dann so eine Matrix, groß Lambda. Und hier hat man dann einfach die verschiedenen L1 bis LQ und L. Hat man hier dann drin stehen. Jetzt schauen wir uns an, was es bedeutet, wenn UJ keinen Einfluss auf YI hat, dann ist LU, also die erste Komponente, das war das hier, wenn wir Y nach U ableiten, ist 0. Daraus folgt dann, dass LIJ auch 0 ist, weil wir ja genau 0 durch irgendwas teilen. Jetzt ist es was Wichtiges, was interessant ist, wenn wir irgendein Element haben, das nahe bei 1 ist, desto stärker ist die entsprechende Ein-Ausgang-Verkopplung. Und solche Elemente wollen wir finden, weil hier sehen wir hier in der Matrix, wir haben hier den Eingang U1. Also wenn wir hier einfach 1, 0, 0, 0 haben, bekommen wir diese Spalte. Und dann sehen wir, auf welchen Ausgang das geht. Und das heißt, in dieser Spalte, der am nächsten an 1 ist, da sehen wir dann, welche Verkopplung im Ausgang da am stärksten ist. Und da können wir dann eine Regel entwerfen mit diesen. Mit diesem Ausgang. Wir können es auch in der Zeile machen. Da können wir dann sehen, mit dem Ausgang, welcher ist am nächsten an 1. Jetzt kommt das, was wir nicht machen sollen. Wenn es viel größer als 1 ist, deutet es darauf hin, dass es eine starke Verkopplung mit anderen Variablen hat. Und wenn wir negativ sind, dann wenn der SISO-Regler so entworfen wird, dass UJ den Ausgang U regelt, also UJ den Ausgang U, Y, I regelt, dann kann das Minimumsystem leicht instabil werden und ist so nicht steuer, also ist so schwer zu steuern. Da die Veränderung durch Einflüsse der anderen Kreise sogar das Vorzeichen wechseln kann. Also negativ sollten wir auch auf jeden Fall nicht machen. Dann ist wichtig, dass, oder ist interessant, dass man zeigen kann, dass die Summe über hier die Zeile 1 ist und die Summe hier über die Spalte ist auch 1. Und das ist relativ praktisch, das sehen wir gleich auch noch bei 2-Kreuz-2-Systemen, da muss man nämlich nur 1 berechnen, alle anderen folgen davon aus. Dann kommt die Faustregel für Loop Pairing. Man sollte die Regler-Verschaltung immer so wählen, dass der Ausgang YI mit dem Eingang UI verbunden wird, für den das entsprechende Lambda IJ, das Relative Gain Array, positiv ist und so nahe wie möglich bei 1 ist. Also das ist der wichtigste Punkt. Das Relative Gain Array für lineare Systeme kannst du sowohl berechnen als auch
am Prozess gemessen werden. Das sehen wir nach unten, wie wir das messen können. Wenn wir es modelliert haben, das System, dann können wir halt es berechnen. Jetzt, wie berechnen wir dieses Relative Gain Array, also dieses Großlambda? Das sehen wir, wir müssen ja hier die Ableitung nach Y, I nach UI machen. Das heißt, wir können einfach von der Matrix, von der Übertragungsmatrix an der Stelle IJ, wenn S gleich 0 ist. Und bei dem anderen können wir einfach nach U aufstellen, dann müssen wir G hoch minus 1 machen. Und das sehen wir, das ist halt genau das Inverse von der Matrix ist. Und wenn man das alles zusammenfasst, dann bekommt man insgesamt, dass dieses Lambda einfach G0 mal das Inverse von G und noch transponiert an der Stelle 0. Das wird hier nochmal beschrieben, dass das G hoch minus T ist genau invers und transponiert. Wenn wir eine 2 kreuz 2 Matrix haben, dann reicht es, wenn wir 1 durch und dann Klammer auf 1 minus G1 2, also den Eintrag G2 1, den Eintrag geteilt durch den mal den, also wir machen den, den. Und jetzt können wir das auch noch messen. Also, wir wollen L, U, J messen. Und wir messen es bei einer stationären Verstärkung des offenen Kreises. Wir nehmen den Eingang aus jedem Ausgang mit punktförmigen Eingängen. Das heißt, wir haben Eingang irgendwas Stationäres plus hier diesen Sprung. Dann ist der Ausgang irgendwas Stationäres plus diesen Sprung. Und alle anderen Koordinaten sind einfach 0 und dann können wir einfach L, U, J, I mit diesen beiden Sprüngen durcheinander teilen. Genau. Und jetzt wollen wir noch L, Y, I, J messen. Dafür müssen wir den Kreis schließen. Wir messen die stationäre Verstärkung, wenn die anderen Ausgänge ideal geregelt sind. Das heißt, wir schließen den Kreis, regeln ideal, aber beim stationären Fall. Also hier unten steht, bei der Messung der stationären VGA muss der Wenderegler nur stabilisierend sein und ein I-Enthalb besitzen. Genau, das heißt, ideale Regelung heißt einfach nur stabilisierend und I-Enthalb. Dann können wir genau dieses L, Y, I, J auch messen, indem wir einfach wieder ein Delta Y, I und ein Delta, also ein Delta UJ und ein Delta YI bekommen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.